Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwahn? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Vielleicht mit diesen Bären. So, von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich auf jeden Fall nicht verloren. Ich werde diese Bären nur als Wegmarkierung benutzen. Wer weiß, ob sie giftig sind. Ich denke, ich habe genug. Ich hoffe, der Aufwand zahlt sich aus. Ist er vielleicht hier lang gegangen? Hier sind überall Spuren und jede führt woanders hin. Ich kann nur raten, welche seine ist. Ob das die Spur von diesem Mistkerl ist? Nur eine von den drei Spuren wird von ihm sein. Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Ich werde diese Bären, wer weiß, ob sie gibt. Für mich sehen diese Spuren alle gleich aus. Sie sieht aus wie alle anderen. Richtig. Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Und dann, mein Dolch in den Baum geworfen. Er macht sich wohl über mich lustig. Offenbar wollte er ihn doch nicht haben. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht drankomme. Hier muss er Rast gemacht haben. Mit dem Kaninchen, das ich gefangen habe. Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen.
Der Dornbusch ist voll mit kleinen Spinnen. Hey! Moment mal, hier sind überall Stofffetzen. Er ist doch tatsächlich hier rüber geklettert. Das ist so offensichtlich. Es kann nur eine Falle sein. Besser, ich bin vorsichtig. Mit bloßen Händen komme ich da nicht durch. Ich würde hängen bleiben und die Spinnen könnten sofort über mich herfallen. Ich brauche meinen Dolch. Endlich. Es ist einigermaßen trocken. Ein Wunder bei dem Nebel. Ah, Prinzessin. Ich hatte mich bereits auf die nächsten 1000 Jahre eingestellt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist er lang? Da hinten über den Baumstamm. Gut, sie folgt uns nicht. Wir sind sicher. Vertraust du mir jetzt? Ihr habt mich doch nur gerettet, damit ich euch sage, wohin euer verräterischer Führer geflohen ist. Hör auf, an mir zu zweifeln und beginne endlich mir zu vertrauen. Ich vertraue euch erst, wenn ihr mir sagt, was ihr mit mir vorhabt. Nichts. Ich habe nichts mit dir vor. Es liegt ganz allein an dir, ob du mir hilfst oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich ziehe in eine Schlacht, deren Verlauf kein Wesen voraussehen kann. Ich folge einem Plan, der sich nicht planen lässt. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und wie ein Gaukler baue ich mir daraus ein Sicherheitsnetz. Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Alles, was ich tun kann, ist fallen. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird? Vertrau mir. Ich habe besser vorgesorgt, als du glaubst. Was ist hier geschehen? Sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Das wird niemals gehen. Neben dem Blutgeruch kann ich noch etwas anderes riechen. Hat der Feigling etwa seinen Dolch mit Gift präpariert? Das Holz glimmt noch. Bis vor kurzem war noch jemand hier. Oh, endlich etwas Wärme. Der Größe nach zu urteilen, haben hier 2 Leute gelagert. Im Zelt liegen noch ein paar Felle. Zu tief im Baum. Aber ohne Bogen kann ich ohnehin nichts damit anfangen.